dieser Spiele kennenlernen wird. Zum Beispiel den Alberico und den Otto, die beiden Top-Stürmer, der Gastgeber David Otto, bester Torjäger im gesamten U19-Juniorenbereich, spielt. So, folgt auch der rasche Blick auf die Mannschaftsaufstellung der Schalker, die man mit Ciborra, den wir eben schon mal am Ball gesehen haben, einer, der ja schon gewaltig Profiluft schnuppert, heißt nicht, dass er da schon mitgespielt hat, aber zum Beispiel im Winter zu erreichen. Marcel Rapp, wir haben ihn gesehen und wenn diese Chance hier vorbei ist, dann werden wir ihn auch hören. Martin Quast hat gerade eben vor dem Spiel mit ihm gesprochen. Das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft, Marcel, wenn man auf die tollen Namen alle schaut, wie viel Motivation ist das denn für diese Jungs hier? Neuer, Özil, Goretzka, Meier, Sané, Kolasinac, Matip, Draxler, Hövedes, waren alle bei Ihnen, so ein Junge zu werden? Ich glaube, die Motivation der Jungs sollte heute erstmal sein für unseren Club, für unser großartiger Bund. Dankeschön, Herr Elgert, viel Spaß. Danke. Norbert Elgert, Trainer, Charaktertyp, Vaterfigur mit höchster Identifikation. Das ist Krüger, 19 Jahre, 16 Saisontore, bester Schütze beim FC Schalke 04. Ist er 2014 unter Nagelsmann, Vizemeister, Endspiel verloren gegen Schalke 2015, Vizemeister 2016 und wieder geht es über die Gonner-Seite. Der wird unterstützt von Smolinski. Und wieder eine Fast-Chance für den Beste im Spiel. Ball gepfiffen von Schiri Bacher. Schalker gehen aggressiv drauf, erobern häufiger die Bälle schon in der gegnerischen Hälfte. Auch hier bleiben sie Sieger im Zweikampf, konkret Bujelab. Der war schon letzte Saison dabei bei den Halbfinals gegen Bayern München. Jetzt wird er es ins Endspiel schaffen. Chance für Schalke, da kommt Goller. Der hat letztes Jahr und haben dieses Jahr wieder Kevin Akpoguma, Dennis Geiger, Stefan Posch in den Profikader integriert, um nur einige zu nennen. Und wir werden diesen Weg auch nicht verlassen. Wenn man jetzt wieder in einem Halbfinale, aber das ist ja nur die eine Seite, der Erfolg der Jugendmannschaften. Es geht vor allem darum, wie ist die Durchlässigkeit? Was habe ich für einen Mut? Was habe ich für ein Konzept? Was habe ich für eine Strategie? Ja, der ist der Kapitän gewesen, der U19-Meister von 2015. Und schon erwähnt, Leroy Sané. Das muss man sich dann eben auch mal auf der Zunge zergehen. 45 Millionen transferiert, ist mit mittlerweile englischer Meister. Ja, und wer weiß es, vielleicht in ein paar Monaten Weltmeister. Jetzt Schalke mit der Chance. Gut in. Heißt er einfach Drille. Gerade Abitur gemacht, beziehungsweise die Prüfungen absolviert. Abschlusschance. Die nächste. Baumgartner auf Amade. Fehlpass Krüger. Gewonnen, das andere 1-0 verloren. Dann sind sie es. Worauf kommt es an in so einem Kick? Da jetzt, wenn ich nur von uns spreche, müssen ein bisschen Fußball spielen von hinten raus, ein bisschen mehr über die Außenverteidiger spielen, weil Schalke grundsätzlich eine sehr große rote Zone hat. Wir kommen nicht so richtig rein, weil wir zu früh dann den Ball schlagen. Ich glaub, und so überall gibt es in den kleinen Dörfern Hoffenheim. Wie viel Motivation ist das, praktisch hier eine Zukunft selbst mitzugestalten, zu prägen, dass man weiß, wir haben hier eine Durchlässigkeit. Innen für die Schalker, die hier viel gefährlicher im 16er auftauchen. Aber bei den letzten Bällen haben sie Probleme. Mir Christian Heidel. Es hat pünktlich angefangen zu regnen am Vatertag. Macht Ihnen das was aus? Gestern ein bisschen reingefeiert, oder? Oh, nee, überhaupt nicht. Ich muss sagen, habe gar nicht dran gedacht.
Erst als meine großen Kinder und meine Kleine heute Morgen mir gratuliert haben, ja, dann habe ich überhaupt daran gedacht, dass Vatertag ist. Deswegen ist es untergegangen. Ja, Norbert ist einfach ein ganz, ganz großes Stück Schalke. Er ist derjenige, der die Jungs fit macht, dann für den Profibereich in der Art und Weise, wie ich es auch so noch nicht. So U19 ohne Norbert Elgert auf Schalke ist schwer vorstellbar. All die Jungs, die hier in ihren Schalke-Trikots rumlaufen, die hätten natürlich unheimlich gern irgendwann mal. Schalke zieht ja ohnehin schon magisch an. Jetzt ist man auch Vizemeister. Wie viel Verstärker ist das denn für so eine Mannschaft? Ich will da unbedingt hin. Ich will unbedingt Profi werden. Ja, ich glaube schon, dass Schalke jetzt eine sehr gute Platzierung in der Bundesliga erreicht hat. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir uns darauf ausruhen. Und da kann ich garantieren, das wird nicht passieren. Dann viel Spaß in der zweiten Hälfte. Dankeschön. Geschafft. Ercan. Bujelab. Auf Krüger. Krüger, Drehschuss. Wiemann. Schien ihn zu haben. Dann doch der Ballverlust. Eben Regen, jetzt blinzelt ein bisschen die Sonne durch. Witterung wieder freundlicher hier in Baden-Württemberg. Kein Foul an Wörle, Schiedsrichter stand direkt daneben. Gleichermaßen hier. Wieder Ballerober, Zweikampfstärke im Schalke-Spiel. Kutucu, oh, Latte, Torwart war auch wieder dran und jetzt ist es passiert. Aber Abseits. Ja, kann gut sein. Bei dieser Ablage von Krüger auf den Torschützen war es möglicherweise eine Abseitsstellung. Norbert Elgert nimmt das gewohnt ruhig hin. Eine Frage der Zeit, wann sie es hier machen. Da ist es. Nee, doch. Jetzt ist er doch drin. Und es ist so verdient. Vorarbeit kommt von Gollop. Und dann das Tor durch Bujelab. Und so viel Druck drin. Im Schalker Spiel. Und das ist der Lohn für so viel Überlegenheit, für viel Power, immer wieder 1 gegen 1 Situationen über rechts. Siehe hier, über Goller, es war in der ersten Hälfte schon so. Er tatsächlich in diesen letzten vielen Jahren bis wohin geprägt hat. Er formte 4 Weltmeister, Draxler, Jungs umzugehen. Nicht lange her habe ich mit Sven Hübscher gesprochen, der Ex-Schalker-Trainer. Im Trainerstab war. Aber natürlich kann ich mich auch daran erinnern und war eine tolle Erfahrung. Ja. Und Schalke-Fans haben ihn natürlich längst erkannt. Matthias Schober heute, der Chef des Nachwuchsleistungszentrums, also der sportliche Leiter. Sie sind am Erstligaverein zu Profi geworden, sind dort Fuß fassen und ja, wichtig sind vielleicht auch für den deutschen Fußball. Also das ist für uns enorm wichtig und natürlich auch so Spieler, wie Sie gerade genannt haben, wenn man die weiterverkaufen kann, innerhalb von einem Monat einen Crashkurs Chinesisch belegen und auf einmal Chinesisch sprechen können. Da wird auch schon Unterstützung sein. Und ja, ich bin da natürlich auch sehr gespannt, weil das gerade in den Anfängen ist. Aber es ist ein spannendes Projekt und wir sind da sehr motiviert. Gott, fürs Spiel läuft gut. Ja, läuft soweit gut. Ich hätte gerne noch ein zweites Tor. Ich denke, das war auch möglich. Jetzt haben wir zumindest das erste schon mal geschafft und ich denke, wir sind drauf und als Sieger vom Platz gehen. Nach all den Chancen. Und da kommt die nächste. Kutucu. Lässig. Sohn von Ex-Profi Andreas Lässig auf der linken Außenseite bei den Hoffenheimern. Wir halten das im Auge. Yeah.